Herr Professor Schauer, der Dr. Schuh hat es gerade erwähnt, Läden werden sich ändern, Ihr Layout kann in einigen Jahren ganz anders aussehen, als es heute der Fall ist. Welche Rolle spielen denn möglicherweise neue Ladenkonzepte für den Handel der Zukunft? Es wird sich das Layout ändern und es werden sich auch die Funktionen ändern, die im Grunde ein Handelsoutlet, ein stationäres haben wird. Wir haben von der Fusion von analog und digital gesprochen. Wir haben von der Verschiebung von Flächenbereichen gesprochen und darauf würde ich ganz gern kurz ein bisschen näher eingehen. Auf der einen Seite zum Thema Verschmelzung digital und analog. Wir kennen sie auch teilweise schon aus der Convenience-Gastronomie. Wir bestellen uns unsere gewissen Produkte bereits an einer Bestellsäule, bewegen uns dann in diesen entsprechenden Outlet, in unserem Fall eben in dem Lebensmittelhandel. Ja. Bestimmte Dinge möchte ich im Grunde spüren, möchte ich angreifen, denken wir nur an Obst. Da möchte ich einfach auch die physische Gestalt und die Farbe des jeweiligen Produktes kennen. Wenn ich jetzt ein Kilo Mehl kaufe, habe ich vielleicht persönlich nicht den Bedarf, dieses Produkt auch wirklich selbst in die Hand nehmen zu wollen. Das sind Produkte, die vielleicht in einem Lagerbereich, in einem Kommissionierbereich vorbereitet werden, durchaus auch technologieunterstützt, wie wir gehört haben, ja, wo im Grunde der Picking-Bereich, der Lagerbereich durchaus technologie- und automationsgestützt unterstützt, im Grunde arbeitet. Und während ich mich im Grunde auf Erkundungstour im Lebensmittelhandel, im Geschäft bewege und vielleicht bestimmte Dinge kaufe, die mich vielleicht optisch durch ein geändertes Ladenkonzept noch mehr ansprechen wie vorher, dann gemeinsam im Grunde verheiratet werden im Kassenbereich, wo die Produkte, die zwischenzeitlich für mich kommissioniert worden sind, wieder zu mir im Grunde gebracht werden und ich dann im Grunde nur noch den Bezahlvorgang auslöse, der sich vielleicht in Zukunft auch ändern wird. Ja. Dieses Thema Frictionless Shopping, ich bewege mich möglichst angenehm, ich habe einen Erlebnisaspekt beim Einkaufen, ich habe vielleicht zusätzliche Bereiche, die wir aus dem Lebensmittelhandel aktuell noch gar nicht kennen. Ich habe einen Kaffeebereich, ich habe einen Wartebereich, einen Bereich, wo man zusammenkommen kann, Gespräche führen kann. Das alles wird vielleicht den Handel als Platz der Zukunft ausmachen. Zusätzlich werden neue Funktionen hinzukommen. Wir haben schon das Thema Pickup vorher gehört. Wir werden sicher auch integrierte Pickup-Bereiche im Store der Zukunft haben, wo es mir möglich ist, auch außerhalb der Öffnungszeiten vielleicht wirklich 24/7 vorkommissionierte Produktpakete, die ich vielleicht von zu Hause oder über Smartphone unterwegs mir zusammengestellt habe, die dann im Store von den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen dann vorkommissioniert werden und ich im Grunde nur noch aus dem Store, aus dem Pickup-Bereich entnehme und dann zum Beispiel in mein Auto oder wie auch immer ich mich bewege, verbringe. Und so wird im Grunde dieses Platzverhältnis sich massiv verändern. Der Bereich des Bright Stores, wo die Produkte zur Schau gestellt werden, wird zwar kleiner werden, aber mehr auf Erlebnis-Shopping ausgerichtet werden. Der Dark Store, wo eben kommissioniert wird, gelagert wird, wird größer werden. Deshalb auch, weil eben dort andere neue Funktionen erbracht werden. Wenn ich es kurz zusammenfassen darf, also das Ladenmodell der Zukunft, so wie Sie es eben sehen, könnte eine Kombination sein aus einem Convenience Store, der eben sehr auf frische Produkte fokussiert ist, mit einem, den Begriff zu nennen, Micro-Fulfillment Center, also einer kleinen automatisierten Anlage zur Kommissionierung des restlichen online bestellten Warenkorbes. Habe ich das so richtig exakt verstanden? Exakt so ist es, ja. Ja, Herr Professor Schauer, Sie haben ja jetzt ja schon einige Kunden-Touchpoints digitaler Form erwähnt, aber welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung im Allgemeinen für den Handel? Die Digitalisierung spielt eine ganz, ganz große Rolle, jetzt und in Zukunft noch viel mehr. Wenn auch ich hier in dem Zusammenhang gern drauf vermerken möchte, dass
Digitalisierung vielleicht sogar eine Spur zu kurz gegriffen ist. Die Digitalisierung wird jetzt und in Zukunft noch viel mehr eine ganz, ganz große Rolle spielen für den Einzelhandel und auch ganz, ganz viele andere Branchen. Ich möchte aber in dem Zusammenhang gerne anmerken, dass Digitalisierung vielleicht als Begriff etwas kurz greift. Die Digitalisierung soll sich ja in Richtung eine digitale Transformation bemerkbar machen und so im Grunde Mehrwert schaffen. Insofern beginnen wir im Grunde bei der Digitization. Das heißt, wir machen aus analogen Prozessen digitale Prozesse. Im Rahmen der Digitalisierung wenden wir im Grunde dieses gewonnene Wissen, diese Daten im Grunde in unserem Unternehmensumfeld, in unseren Prozessen an. In der weiteren Folge, im dritten Schritt der Transformation, ich glaube, das ist die wichtigste Phase, versuchen wir dann im Grunde die gewonnenen Erkenntnisse auf unsere Geschäftsmodelle, auf unsere Innovation im Grunde wirken zu lassen und so auf der einen Seite neue Umsätze, neue Märkte zu erschließen. Und im Rahmen dieser digitalen Transformation gibt es natürlich einen Faktor, der sehr, sehr wichtig ist und im Rahmen dieses Digitalisierungshypes aber auch sehr gerne vergessen wird. Und das ist der Mensch, die Kollegen, die Kolleginnen, die Mitarbeiter, die trotz aller Digitalisierung ihren Job, ihren Beruf nachgehen, ja, die mit vielen Veränderungen konfrontiert sind. Und diese Veränderungen gilt es natürlich auch zu begleiten. Es gilt, Akzeptanz zu schaffen, Technologieakzeptanz zu schaffen und ein Stück weit auch sagen wir, den Wunsch und das Wollen zu fördern, diesbezüglich einfach zukunftsfähig zu bleiben. Da bietet, um auf den Beginn der Frage zurückzukommen, das Thema Digitalisierung sehr, sehr viele Möglichkeiten, die es in diesem Gesamtkontext zu nutzen gibt.